hier. Wissen Sie? Ja, ich bin sofort. Was ist geht? So. Ah, das sieht doch Was gut machst aus. du denn da? Jetzt nicht erschrecken, ich mache einmal das Wasser an und Sie müssen nur mal kurz sagen, ob die Temperatur so okay ist. Das ist in Ordnung so, ja. So, gut. Was zappelst du denn da vorne so? Bist du der ist ganz nervös. Ja. Nervös, nervös. Ich bin nervös. Ja. Ganz aufgeregt, wa? Kennen wir, das ist nichts Neues. Was? Heiße Ladies machen doch immer die Männer verrückt. Das stimmt, ne? Ich gehe mal kurz vor die Türe. Ja, natürlich. Du bist ja noch beim Frauenfriseur. Jetzt mal ohne Scheiß, wer aus dem Chat von den Männern, ne? Wer ist schon mal tatsächlich mit seiner Freundin, Frau, zum Frauenfriseur mitgegangen? Und hat da gesessen und gewartet und sich die Gespräche angehört. Ne? Anasa, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, einigermaßen. Dankeschön. Ich? Doch einige, ne? Ich hab das tatsächlich... Also ich kenne das noch von meiner Mutter. Ich musste damals immer mit meiner Mutter mitgehen zum Friseur. Grausam. Grausam. Und dann hat meine Mama auch noch die Nägel gemacht bekommen und sowas. Och nee. Und dann die Gespräche da immer. Die tun ja dann so interessiert, ne? Ja. Natürlich, natürlich. Paris? In einem Kommunendorf. Wissen Sie was? Guck, hier gehst du nur einmal vorbei. Paris? Ja, in einem Kommunendorf? Ja, du brauchst wirklich nur Bruchstücke. Das sind typische Frauengespräche hier. Okay. Aber ist doch schön. Ja. Ich sag immer, normal kann jeder und das ist langweilig. Ich bewundere Menschen immer, die das auch alternative Lebenswege leben. Oh, Bibine, wie geht's dir? Mach jetzt einmal noch eben die Haare trocken. Nicht erschrecken, der Föhn ist ein bisschen laut. Junge, was ist das denn? Ist das ein Laubbläser? Was ist das? Das ist irgendwas zum Absaugen oder was macht ihr da? Hört ihr das so? Snowhand, danke schön für 8 Monate. Ich hoffe, du verstehst mich noch. Snowhand, im Achten. Hat die da ein Mobil, so einen kleinen Sauger oder was ist das? Gut, dann sind wir auch schon fast fertig. Ich hole jetzt noch die Extensions und dann sind sie gleich soweit. Ja, was macht die? Wollen ja nicht auf einmal rote oder pinke Strähnchen reinmachen, ne? Diese Gespräche. Dann immer. Ah, Sie glauben nicht, wie viele junge Frauen im Moment kommen, die alle so knallige, bunte Haare haben wollen, ne? Ja, ich gehöre auch schon zu den etwas Älteren. Ich feiere dieses Jahr meinen 40. Die lacht. Die auch. Die lacht wirklich. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Hm? Oh. Fixieren wir das noch so ein bisschen. Und dann haben sie es auch schon geschafft. Ah, das riecht. So, das war's schon. Das freut mich zu hören. Hör ich öfter. Dankeschön. Was kriegen Sie denn von mir? Komplett 140. 140, ja. Okay, Moment. Kann ich auch mit Karte zahlen? Nee, Kartenzahlung ist bei uns leider noch nicht möglich. Aber wir haben genau gegenüber einen Bankautomat. Über Häschen. Ja, ja, bitte. Gehst du mal eben $140 abheben für meine Haare? Brauchen Sie einen Bonbon oder was zu trinken? Gegenüber ist ein Bankautomat. Wie viel? $140.
Da lacht die schon wieder. $140? Da muss ich aber viele Subs reinholen, oder? $140. Entschuldigung. Ja, der Herr. Ja, bitte. Darf ich was fragen? Du was fragen, bitte? Ja. Gucken Sie mal, wenn meine Frau ist beim Friseur da drüben, ne? Und jetzt will Friseur natürlich Geld haben, ne? Friseur hat gesagt, $140, ist das Betrug? Das ist viel Geld, ne? Na gut, wir machen die Preise nicht. Ah, das ist normal, ne? Frisur? Kann ich so nicht sagen. Komm, darf ich immer treffen, wir sind ja auch keine Frauen, ne? Genau. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Zur Not am besten immer vorher darüber informieren, ne, was so ein Haarschnitt dann kostet. Okay. Ne? Dann hat man die Problematik natürlich. Dankeschön, ja. Da fällt mir bald ein Ei aus der Hose. $140. Der hab ich am Arsch. So, was ist denn hier? Das ist eine ganz, ganz, ganz liebe. Ah, hab Geld hier. Ja. Das kannst du gleich der Dame geben. Also, wie viel? Ja, $140. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Bitte schön. Super, vielen lieben Dank. Ja. Dann vielen Dank und vielleicht bis später. Alles gut. Schildi. Ja, vielleicht sehen wir uns. Dankeschön auch an dich für okay, 5 Subgeschenke. Vielen Dank, dass du diesen GTA. Ich sag mal vorsichtig bis später. Wir werden GTA Hype hier mitmachst. Schildi, ne? Ja. So. Ha? Schildi. Ha? GTA for the win, ne? Yes. Ja? Du siehst wunderschön aus. Wirklich? Ja. Kannst du mal. Ja. Ne? Ja. Was kann ich? Warte, was ist, muss sichtbar sein, ne? Was ist, ne? Oder? Wie was ist? Wie war? Komm. Du sag mal, wie beißt du das jetzt? Ja, was ist, muss man sehen, ne? Wie beißt? Ja, ich weiß. Wo muss ich mit hinfahren? Ich habe keine Ahnung. Erstmal am besten hier weg. Ja. Fahren wir einfach mal hier hoch. Wir müssen ja den irgendwo auf den Berg. Dann fahre ich erstmal eine Straße weiter, damit wir hier weg sind, ja? Ja. $140. Du hast gesagt... Die hat gesagt, dass das $40 kosten würde und er kam mir der Laden schon so schnick vor. Die hat mir $40 am Telefon gesagt, ne? Ja, du hast es bestimmt wieder nicht richtig verstanden. Ach so, fahr mal hier irgendwo rein, dann musst du mal den Herrn Daniels anrufen, ne? Ja, ich ruf den an. Ja. Ich halt mal hier eben, ja. Hier kannst du halten. Ja. So. So. Was ist? Gar nichts. So, Lexon, wie geht's dir? Jason, alles gut? Kirdik, wie geht's? Ja, natürlich. Oh, wow. Schattenfang schließt sich weißt an. Weißt du, wie da gerade Telefon gegangen ist? Nee, wer? Der Herr Daniels. Rufen Sie mal den 9415 an und legt auf. Ja. Schattenfang schließt sich dem Hype des GTAs an. Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schattenfang. Herr Gong ist empört. Ja. Ja, hallo. Hier ist die Frau Schmucker. Der Herr Daniels hat gesagt, ich soll jetzt hier anrufen. Wir wollten wissen, wo wir jetzt uns um 19 Uhr genau treffen sollen am Berg da. Ich muss Blutdrucktablette noch nehmen. Scheiße. Der Getränkestand ja, aber der Herr Daniels hat uns bis jetzt überhaupt gar keinen Ort mitgeteilt. Nee. Kaum richtig. Hier bekommt man Sub geschenkt. Berg. Toll, ne? Das ist gut. Das ist eine starke Leistung der Community.
Also kannst du mal deine Karte öffnen? Was? Ja. Ja. Schießen Sie los. Osten Highway. Ja? 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 Ja. Ja, der Herr Daniels hat die ganzen Sachen für uns in seinem Lieferwagen. Corsa, grüß dich. Okay, okay, falls ich es nicht finde, melde ich mich nochmal, ja? Wieso soll ich die Karte hier gucken? Ja. Okay, alles klar, dann danke ich Ihnen soweit erstmal. Jo, tschüss. Ja, Gott sei Dank sind wir so früh da. Ich habe keine Ahnung, wovon die Frau gesprochen hat. Pass auf. Was? Im Osten ist ein Gebäude auf dem am Highway mit dem Kreis drumrum. Da nicht. Da noch drei Straßen weiter. Was? Ja. Also hier in der Stadt Osten noch, oder? Highway. Nee, oben im Osten. Auf dem Highway, da ist ein Gebäude mit einem Kreis drumherum und da noch drei Straßen weiter. Da müsste man es aber denn schon sehen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Gucken. Im Osten ist ein Gebäude? Ja, da ist ein Kreis drumherum, hat sie gesagt. Im Osten oder im Norden? Ja, im Osten vom Highway, hat sie gesagt. Ja, der Stadt ist ja kein Berg. Der östliche Highway, ne? Ja. Wo siehst du da ein Gebäude mit einem Kreis drumherum? Warum? Ja, ich kann ja nicht. Verstehst du das Problem? Oder kannst du? Wie war die Telefonnummer? Jetzt hör auf, ne? Ich sag dir, wenn du jetzt wieder atmest, dann klatscht es gleich und zwar nicht Beifall, mein Freund. 9415. Sag nicht, dass wir hier zusammen im Auto sitzen. 9415. Ja, sag nicht, dass wir da zusammen im Auto sind. Wo soll denn? Auf dem Berg, im Kreis drum. Paradise Entertainment, Chloe Wilson am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Wer? Hier ist Schmoker, hallo. Ja, hallo Herr Schmoker. Hat sich meine Frau schon bei Ihnen gemeldet? Ja, die hat eben gerade mit mir telefoniert, weil sie wissen wollten, wo das Event stattfindet, richtig? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe die noch nicht gefunden. Ich bin am Morgen aufgestanden, da war die schon unterwegs wieder. Ach so. Arbeiten. Wo muss ich denn hinkommen? Wo ist das ungefähr? Na klar, können Sie mal ganz kurz Ihre Karte von Los Santos öffnen, bitte? Ja. Wenn Sie jetzt, haben Sie die offen? Ja. Genau, ich erkläre Ihnen das jetzt einfach mal vom DUL aus, weil das ja auf der Karte so schon eingezeichnet ist. Wenn Sie die Hauptstraße weiter Richtung Westen fahren. Vom DOL aus Richtung Westen. Genau. Ja. Da kommen zwei etwas größere Kreuzungen und die eine führt quasi raus aus der Stadt. Auf dem westlichen Highway. Nicht auf dem westlichen Highway. Nein, nein, nein. Sie fahren vom DOL zwei große Kreuzungen weiter. Richtung und Westen. Dann geht Richtung Westen. Und dann geht eine Straße nach oben, die quasi über den in Richtung der Gebirge quasi verläuft. Ja, richtig? Gebirge, ja. Genau, da fahren sie hoch und dann kommen da vier Abfahrten auf der rechten Seite. Vier Abfahrten rechte Seite. Ja. Sehen Sie das? Hm. Genau, da ist auf der linken Seite gegenüber von den Abfahrten, da ist so ein großes Gebäude oben auf dem Berg, wo ein Kreisverkehr ist. Kreisverkehr. Sie nehmen die vierte Ausfahrt auf der rechten Seite, bitte. Vierte Ausfahrt rechte Seite. Genau. Ja, bis gleich, ja? Alles klar, dann bis gleich. Ich freue mich. Ich rufe mein Taxi. Wenn Sie es nicht finden, dann rufen Sie einfach nochmal an. Ruf ich nochmal an, ja? Alles klar. Ja, gut, tschüss. Bis dann. Hast du irgendwas verstanden, was sie gesagt hat? Ja, was weiß ich. Warte Wo mal. Soll das sein?
hier ist die UL Westen und dann ist das hier, die ist das, zweite Kreuzung, 1, 2, vierte Abfahrt. Was für Gebäude mit Kreis? Warte mal, die UL Westen, zweite Kreuzung, 1, 2, das ist hier die Straße. So, Gebirge, vierte Abfahrt, rechts, Seite, Kreisverkehr, vierte Ausfahrt. Komm, weißt du, es ist hier irgendwo, warte. Warte mal, Kreisgebäude, warte. Kreisgebäude, das ist da? Versuch mal hier, hier, da, irgendwo hin, da, warte. So. Wo? Ja, ich kann gerade nicht das Navi bedienen. Fahr mal Richtung DUL. Bin ich eigentlich? Warte, Buskarte. Okay, runter und jetzt links. Das schaffen wir schon. So. Ah, jetzt geht. Und dann da oben rechts, oder? Da so hoch, ja. Was hast du denn wieder? Ja, was vierte aus? Da bin ich doch gar nicht durch. Ja, was denkst du, die hat mir irgendwas von Osten erzählt, nicht von Westen. Ich schaffe das schon. Quatsch, die Leute gehen dahin. Willst du mal fragen? Ja. Warte. Entschuldigung. Hallo. Ja, da. Ja, wo ist? Wissen Sie, wo das Fest heute Abend ist? Ja, das ist noch ein Stückchen den Berg rauf. Die Straße hier? Da ist dann ein Transporter, also da ist eine Einfahrt rechts und da ist ein gelber Transportwagen und ein Zaun. Und also da hier ist der weiter Eingang. Hoch, ne? Ja, ganz kleines Stück noch. Okay, danke schön, schönen Abend. Gerne. So. Nun. Ja, weiter geradeaus. Und dann muss auf der rechten Seite irgendwas sein. So. Gelber Transporter auf der rechten Seite. Die haben auch Seite. Gesagt, die hat vorhin nicht zu mir gesagt, da wäre irgendwas mit einer Absperrung. Hier ist doch der Lieferwagen, ne? Hier ist das. Ja, guck. Da müssen wir hier hochlaufen. Hier ist das. Ja. Hier ist aber das. Aber laufen, wir können da nicht. Ach so. Das hat die mir gesagt, dass wir laufen müssen. Ja, dann park doch hier in der Einfahrt. Ja, das ist doch Fremdparken. Ja, Arschlecken, ist doch egal. Guck mal, hier kannst du doch überall parken, hier ist ja keine rote Linie. Ja, ist ja... Schrei mich nicht die ganze Zeit so an. Meine Güte. Darf sie hier parken? Dein Ehr? Ja, weiß ja nicht. Alter, ich hätte hier nicht geparkt. Du hast doch gesagt, ich soll hier parken. Ja, komm. Hättest mich aber auch rauslassen können da, oder? Was? Du hättest mich auch da rauslassen können. Wo raus? Ja, da unten, wo wir hinarbeiten müssen. Findest du es so schlimm, die paar Meter mit mir mal zu gehen? Ja, eigentlich nicht. Also. Da hast die Haare schön jetzt. Ja, danke schön. 140 Dollar. Kennst du den Film? Hier ist kein Platz für uns zwei. Du bist heute ein richtig witziger Typ, wa? Warte. So. Ja. Ein Küsschen in Ehren kann keiner verwehren, ne?
Ja, natürlich. Vor allem in Ehren. Ja, und in Liebe, ne? Ja. Wenn du das sagst, Häschen. Ja, Mausch. Mhm. Zimmer, wie geht's dir? Zimmer. Zwischen bist du oben hochdackeln, wa? Nee, wir sind ja hier unten. Ja, die hat gesagt, ich soll hochlaufen. Was? Ja, aber wir sind hier unten, ne? Wir arbeiten hier. Hier ist der Lieferwagen ja. Und hier ist unsere Bude. Ach, hier sind wir schon. Guck mal, direkt ein Geldautomat. Da ist direkt ein Geldautomat, guck. Ja, hier sehe ich mich. Ja, diese ja. Sachen schon. Die werden bestimmt noch eingeliefert, ne? Hier muss ich mir selber machen dann, ja. Hier sehe ich mich cool, wirklich. Oder? Ja. Hm. Mir gefällt das auch. Also ich würde das denn so machen. Pass auf, komm mal raus. Ja. Ich würde das so machen. Also, du rechnest ab, ja? Ja. Gott sei Dank. Ach du Scheiße. Die dürfen da nicht durch. Die dürfen hier nicht durch. Kann man ihnen irgendwie helfen? Hallöchen, ja. Ah, hallo. Ist ja. Der Herr Daniels da vorne irgendwo? Das kann sein, dass der da oben ist, ja. Soll ich den mal anrufen? Ich sollte den noch anrufen, glaube ich. Ja. Mach ich das. Mal passen Sie hier auf, oder was? Wie, nee, ich verkaufe Getränke. Haben Sie Durst? Immer Durst. Was haben Sie denn? Wasser, Saft oder Bier. Mit einem Saft? Können Sie mit das mitgeben? Zwei Säfte? Nee, ich kann jetzt zwei Wasser geben. Ich habe den Schlüssel vom Lieferwagen noch nicht. Also kein Saft? Nee. Aber gleich könnten Sie Saft haben, wenn Sie Saft wollen. Nee, dann geben Sie mir auch Wasser, ist gesünder auch. Dann würde ich ein Wasser nehmen. Ein Wasser nur? Geben Sie mir drei Wasser, nehme ich für also, die Kollegen auch mit. Ja, nehmen Sie doch vier, das ist günstiger. Okay, dann nehme ich vier. Vier Wasser, ne? So. Und da Kukum am Apparat, LSPD, wir bringen die zwei Autos hier vorbei gerade. Bitte schön, durch die Scheibe mal hier reicht, auf den Schoß gestellt. Was kriegen Sie denn? Vier, das ist günstiger, sind 16. Wir stehen noch unten, ja. $16, bitte, der Herr. Bitte schön, Sir. Warte, kriegen Sie vier zurück? Nee, das passt so, danke schön. Ach so, danke schön. Schönen Tag danke. Noch. Dankeschön, ja. Jetzt schön. So, hab die ersten $20 eingenommen. Wirklich? Ja, vier Flaschen Wasser für 20. Wo hast du das Wasser her? Ja, von mir im. Der Hose hier noch gehabt. Guck, jetzt sind die flach, die Hosentaschen. Ja, in jeder Hosentasche zwei. Ja. Ja, jetzt kommen ja schon Leute, jetzt machen wir ja schon Verlust. Wieso? Ja, weil wir hier noch gar kein Getränk und nichts haben, wa? Ja, dann renn du hoch. Das ist bestimmt hier im Lieferwagen. Ja, renn du hoch, Schlüssel holen für Wagen. Okay, ich guck mal, ob... Der ist bestimmt oben, der Daniels. Ob ich den Daniels finde. Ja. Halt, stehen bleiben, Sekurit. Stehen bleiben. Lass mich hier rein. So. Was ist das? Scheiße. So, ja, also, ja, Sie müssen hier dann jetzt Ihr Fahrzeug dann parken, ja, damit ich Sie wieder hier holen bin. Guten Tag. Guten Tag. Welche von denen, die was hier zu sagen haben, oder? War eine Frage. Kann das da vorne stehen? Hallo? Ja, was ist? Wenn Sie normalerweise da packen dürfen, ist das okay.
Ja, also, arbeiten die auch für Herrn Danjic? Ja, ich bin hier, ich trete gleich auf der Bühne auf. Ich fahre mit meinem Moped einfach geradeaus hoch, ja? Nein. Da sind keine Fahrzeuge hin. Ist doch nur ein Motorrad. Ich stell's auch hin. Ich mach Shuttle-Service. Ich kann's doch auch dahinter stellen, oder? Ja, was ist? Ja, der Speedo hier vorne müsste mal weg. Der was? Der gelbe Speedo hier vorne müsste mal weg. Habe ich keinen Schlüssel für. Ich, meine Frau ist unterwegs für den Schlüssel fragen. Die alles kommt klar. Gleich wieder, müssen so lange warten, ja? Gut, machen wir. Sind Sie von Securit? Yep. Echt jetzt? Merryweather. Oh, schön. Sind Sie richtig so, haben Sie Muskeln und alles, ne? Natürlich haben wir Muskeln. Oh, das... Ja, früher hatte ich auch mal Muskeln, aber ich war nicht Securit, ne? Nicht? Was waren Sie? Bodenturner. Ja. Bodenturner, alles klar. Ja, dann müssen Sie noch hier warten, ja? Bitte. Dank alles schön. Klar. Ja, guten Tag. Na, Ben. Sind Sie sehr sekurit? Ja, sind wir. Sind Sie auch? Sie sind richtig kräftig gebaut, ne? Ja, so ist das, ne? Was schaffen Sie so? Handelbank, hä? Flach? Ah, einiges. Noch mehr als einiges? Ja, ja. Scheiße, sind Sie stark. Okay, müssen wir noch warten hier, bis Auto wegfährt, ne? Ja, Einlass ist erst noch. Ja, Einlass, ne? Ich hatte damals mal einen Ausfluss. Kennen Sie Ausfluss? War ich mit beim Arzt. Kennen Sie? Guten hin oder vorne? Den, ja. Da hat er mir bei Einlauf gemacht, der Pipi-Mann-Arzt hier, der Doktor. Ja. Mit Klabusterbeeren. Mit was? Mit Klabusterbeeren. Wie Beeren? Ich hab keinen Hunger, danke schön. Was? Eine Klabusterbeeren. Was wenn das so schon getrocknet ist und so fleckig und so. Wie? Bar. Was? Nee. Nicht? Nee, nee, passt nicht. Ist das nicht lecker? Nee, ist gar nicht lecker. Was wollen Sie denn jetzt hier? Sind Sie denn hier Mitglied? Oder? Ja, ich bin okay. Mitglied. Wollen Sie sehen? Mhm. Nee, ja, ich hab auch Glied, ja. Okay. Nee, ich arbeite hier im... Hier, da. Getränke. Okay. Ja, ich warte auf den Schlüssel vom Lieferwagen da vorne, damit ich die Getränke hier reintragen kann. Ja. Sie sehen stark aus. Sie können gleich mithelfen, wenn Sie wollen. Nee, ich muss ja schon arbeiten hier vorne. Achso, da kommt meine Frau, warten Sie mal. Ja? Ja. Kommt gleich jemand und macht uns den Wagen auf. Da läufst du dich ja tot bis da hoch. Ja, guck mal, da ist die ganze Securit. Securit? Die sind alle mit Glieder hier. Ja, ja wirklich? Mhm. Was machen die da bei uns? Die machen hier Securit, die passen auf. So, pass auf, ich würde sagen, wir machen es denn folgendermaßen. Das heißt, wir jetzt... Ja, das ist... Ach, scheiße. Warte kurz. Ja, was? Ja, was? Okay. Ja, was? Okay. Ja. Hä? Wir machen das denn folgender. Hast du Tabletten schon genommen? Ja, noch nicht, nein. Okay, was? Erzähl. Ja, warte. Also, wir machen... Och, Mensch, jetzt machst du mich gerade durcheinander. Ja, was ist jetzt? Ach so. Ja, pass auf. Also, ne? Wenn wir jetzt hier verkaufen, ja? Mhm. Also, dann bleibst du, komm mal mit. Ja. Du gehst zuerst in den Wagen rein, ja? Ja. Weil es ist ja nicht so viel Platz. Du kümmerst dich dann um das Finanzielle, ja? Ja. Das heißt, du gehst zuerst Reihe. Ja. Und bei dir können die bezahlen und ich liefere an der Türe, jetzt gebe ich dann die Getränke raus. Okay, dann müssen die erst bei mir bezahlen und genau, dann und zu dir. Genau, und während du bei dir bezahlst, suche ich die Getränke raus und dann können die sich jetzt an der Türe ja abholen. Ja, dann musst du aber mithören, was die bestellen, ne? Ja, sicher halt, nicht, wie immer. Weil wenn nicht, dann bezahlen ein Wasser bei mir und kommen zu dir und wollen dann drei Saft. Ja, sicher. Ich stehe ja denn da, aber du musst, das darf halt immer nur eine Person. Die müssen Schlange bilden, ne? Was ist? Ich hab doch gar nicht gesagt. Du hast schwer geatmet. Ja, ich muss doch atmen. Guck mal, pass mal auf. Das ist ganz einfach. Hier siehst du Himmel, ne? Baum produziert
Luft, ja, ne? Ja, Luft erzähl mir doch, als wenn du das überhaupt wissen würdest, was hier was produziert.